Machen wir die nächste Mission. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Aber gewiss habe ich das. Glyph. Sehr geehrter Commander Shepard, einige von Ihnen gefundenen Daten haben es mir ermöglicht, ein Upgrade für Sie zu erforschen. Greifen Sie einfach auf das Terminal in Dr. Tessonis Büro zu, dann können Sie es selbst bestimmen, wie und wann Sie es implementieren möchten. Schönen Tag noch. Okay, gehen wir gleich zu Glyph. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kann einige der Elite-Soldatinnen, die in den Kloster ihr Leben verloren haben, ich kannte. Nichts kann sie zurückbringen, aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzige gute Nachricht in den letzten Wochen. Bereit zum Dienst. Aber es ist schön, ich mache haufenweise böse Sachen, aber keiner nimmt's mir übel. Insbesondere Liewa hat überhaupt gar nichts gesagt zu der Geschichte. Haben wir schon von Agentin D'Trace gehört? Sie hat sich seit über 8 Stunden nicht gemeldet, Doktor. Sie war auf Valchir im Einsatz, als die Reaper eingefallen sind. Damit dürfte wohl klar sein, was geschehen ist. Informieren Sie Agent Kalamis, dass er jetzt für die Berichte über die Aktivitäten der Reaper jenseits des Lovas-Portals verantwortlich ist. Ladenrabatt. Ja, warum nicht? Das ist also mit Bonus gemeint. Oh Gott. Was ehrlich, das lese ich Ihnen nochmal vor. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Sie könnten weiterkämpfen. Ich gebe immer mein Bestes, Shepard. Das wissen Sie. Aber ohne Sie... Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Puh. Andernfalls wären die Reaper schon vor Jahren gekommen. Wenn nur andere auch so leicht zu motivieren wären. Ein weiterer Proteaner-Sender wäre gut gewesen. Visionen der Reaper beim Rat hätten uns ein paar Jahre ersparen können. Nun, wer diesen Krieg überlebt hat, sicher keinen Mangel an Albträumen. Wir reden später weiter. Wir reden später weiter. Können wir nicht jetzt reden? Arme Mila. Aber ich bin froh, dass sie diese Bombe gezündet hat, Shepard. Stört es sie nicht, dass das Kloster zerstört wurde? Nein, nicht nach dem, was ich dort gesehen habe. Mir ist egal, ob sie Adat Yakshi waren, aber in solche Kreaturen verwandelt zu werden, das verdient niemand. Na, das stimmt allerdings. Warp auf Krankenstation war irgendwas. Was heißt das? Das muss ich mir mal kurz angucken. Ich bin ja gleich daneben. Ja, so einen Ort haben wir nicht. Wir hätten theoretisch einen Arzt gehabt. Ja. Gehen wir wieder hoch. Das Tigel-Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ich bin froh, dass Sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen.
Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal, wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Was machen wir als nächstes? Asari Witwe. In der Attika-Traverse. Rachni-Portal. Ist das neu? Finden wir es heraus. Sonst machen wir mal endlich mal den Quarianer-Strang. Ich denke mal, das würden einige von euch auch interessieren. Ich werde natürlich so viel wie möglich machen und erst dann die Hauptstory, weil... Mist, hier kann man nicht auftanken. Weil andernfalls... Das ist natürlich, ihr wisst ja schon... Guck mal, das ist ein Planet, aber ich kann nicht hin. Könnte tatsächlich auch nochmal... Ich will nochmal zur Citadel. Einfach mal just for fun. Gucken, ob da schon wieder was passiert. Jetzt mal, wenn wir dahin geflogen sind, ging irgendwas schief. Außerdem können wir dann auftanken. Was gut ist. Ja, gehen wir dahin oder dahin? Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, wir könnten direkt zum Purgatory. Ich muss zum Purgatory. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Na, was mich auch nie wundert. So, hier wollte nämlich jemand mit mir treffen. So, jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. What's the time? So, da sind wir. Hat Area eigentlich mit mir schon was zu reden? Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Blue Suns, Blood Pack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Wie läuft der Wiederaufbau von Omega? Die erste Regel im Geschäftsleben lautet, den Markt zu stützen. Niemand will eine weitere Invasion. Also halten alle tapfer durch. Sie haben auch keine Wahl. Und wieder bin ich Omega. Wir reden später. Ganz sicher. Gibt es heute, glaube ich, mit mir reden. Ich muss die Leute aber erstmal finden. Hey, die sitzt einfach nur so rum. Beschäftigt Sie was? Ich meine, verarbeiten Sie was? Soll jeder Mann für sein Herz eine Frau haben? Und jedes Tier sein Weibchen? Nur ich nicht? Das ist aus einem alten Erdenroman von Mary Shelley. Es soll keine Beschwerde sein. Okay. Aber es hat mir die Augen geöffnet. Ich bin ein Ding. Weder Mensch, noch Geth oder Reaper. Andere KIs sind nur Experimente, streng kontrolliert. Ich bin frei, aber allein. Jammern Sie etwa? Schluss damit. Jammern bedingt, dass mir meine Lage nicht gefällt. Ich will aber nur wissen, wo mein Platz ist. Künstliche Intelligenzen stellen sich oft über organisches Leben. Aber ich bin unsicher, ob das auf mich zutrifft. Die Crew der Normandy glaubt, dass ich ihr diene, aber auch, dass ich sie am Leben halte. Stehe ich nun über oder unter ihr? Edie, Sie sind jetzt 3 Jahre alt. Ein Mensch könnte noch nicht mal richtig sprechen.
aber die Standards für organische Wesen sind auf mich nicht anwendbar. Ah, ich habe gerade meine eigene Frage beantwortet. Wenn ich nicht denselben Erwartungen unterliege, sind Rangfolgen völlig unbedeutend. Danke, Shepard. Das löst den Konflikt, der mich beschäftigt hat. Ich bin froh, dass ihr helfen konnte, ich wusste aber nicht wie. Das ist nicht Garrus. Viel Spaß! Ich bewache den Tisch. Ja, falsche Taste. Dum 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 dum. Tja, keine Ahnung. Oh, die dreht sich um. Die nie ganz so weiß, in welche Richtung es geht, die sich nicht selbst findet. Ja, zurück zur Normandy, oder? Ja, Jack hat mich ja eingeladen, hier runter zu gehen. Also gehen wir doch mal hier hin. Ich habe jetzt eh keine Lust mehr, dann können wir noch mal so einen Kampf machen. Wer weiß, Jack müsste jetzt ja eigentlich ja hier sein. Auf Jack warten. Jo. Hey, schön, dass Sie da sind. Wir sind gleich dran. Gut zu wissen. Doppelkill. Bonus! 4, 3, 2, 1, Runde 2.
Oh, die machen mal einen Schaden. Wie, Runde? Was zum? Ich prügel dir die Süßigkeiten aus dem Leib. Oh, verdammt, ist das entspannt. Einfach loslassen, ohne Sorge um die Kinder. Ich liebe die Einfachheit und den Adrenalinkick. Ja, es ist in diesem sicheren Umfeld zwar nicht dasselbe. Ha! Aber es ist nicht schlecht. Ha! Wenn es einen Gott gibt, dann würde sie genau so klingen. Ein großes, tiefes Brumm, das einem sagt, dass alles in Ordnung kommt. Danke fürs Vorbeikommen. Das war's absolut wert. Den Bonus hätte ich gern gehabt. Ist offenbar wirklich nur Showkampf gewesen. Genau, was weiß der schon von Kämpfen? So. Jetzt aber wirklich danke fürs Zusehen. Ich glaube, meine Festplatte fängt an zu jammern. Bis zum nächsten Mal. Wie lange haben wir eigentlich schon gespielt? Mal kurz speichern und dann nachgucken. 24 Stunden. Ich habe schon nachgeguckt, das war vor der Aufnahme. Jetzt dürfte ich so um die bei 80 Stunden Mass Effect 3 liegen, die ich dann halt gespielt habe. 24 Stunden Mass Effect spielen wir hier schon. Das ist eine Hausnummer. Jetzt seht ihr auch das Datum. Das haben wir nämlich heute. Sehr geil. Gut, danke fürs Zusehen und bis bald.